I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Und somit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Live in the Woods. Ja, es regnet aus Strömen, aus Eimern, wie auch immer. Und ja, wir haben im letzten Part, den ich da als Aufnahmesession gemacht habe und den ihr auch so fleißig geschaut habt, vielen lieben Dank dafür, dass ihr mein stümperhaftes Bauprojekt hier auch so lobt, und es freut mich wirklich sehr, euch damit eine Freude zu machen. Auf jeden Fall, ich möchte das Baumhaus hier ein bisschen ausbauen in dieser Aufnahmesession, möchte ein Hochbeet nach Möglichkeit auch anlegen, dass ich, ja, jetzt haben wir hier keine passende Baumkrone eigentlich. Ich möchte ja, dass sie sich hier so mit der Treppe, zum Beispiel da unten, auf einer Baumkrone erstreckt, dass wir jetzt hier zum Beispiel hier einen Garten haben, dann könnte der Garten sich auch erstrecken auf diese und diese Baumkrone zum Beispiel, und dass man da herüben, wenn es passt, auf der Baumkrone da unten zum Beispiel unser Wohnzimmer bauen könnten und so weiter. Also ich werde den ganzen Wald hier, nein, der ganze Wald ist zu viel, ich werde ein riesen mega giga Baumhaus bauen. So, das wollte ich damit sagen. Ja, was haben wir eigentlich alles? Wo habe ich denn was versteckt? So, ich habe schon seit, glaube ich, 2 Wochen nicht mehr gespielt. Ja, wir haben noch Erde, das ist gut, das brauchen wir fürs Hochbett. Wir haben hier unsere super tollen Werkzeuge hier. Das Wichtigste momentan, die Eisenhacke. Ich schreibe immer Harke mit. Harke. Hacke, Eisenhacke mit Hack. So. Natürlich haben wir uns auch schon eine Schere gebastelt und einen Eimer müssen wir auch haben. Hier ist er. Da wird dann Wasser befüllt, um quasi einen kleinen, ja, wie soll man sagen, so ein Wasserdingens zu machen. Was ich mir schon mal überlegt habe, das habe ich noch nie probiert, klappt das denn, wenn wir zum Beispiel da unterhalb, wo jetzt Holz ist, ne, eine Wassergrube bauen würden? Das zeige ich dann, wenn es soweit ist. Ich gehe jetzt mal ernten. Haben wir hier Früchtchen? Ich glaube, da war keins dabei, ne? Das heißt, wir pflanzen das gleich wieder. Wusch. Das auch. Wahrscheinlich ernte ich schon zu früh ernten. Und der geht, glaube ich, noch gar nicht, oder? Na. Nope. Wow, jetzt habe ich fast runtergefallen. Was will ich tun? Ich brauche Holz. Mal so am Rande. Wir brauchen Holz. Viel Holz. Ich will auch ein Dach mal hier bauen, damit wenigstens der Bereich hier trocken ist. Das heißt, wir brauchen unsere Axt. Puh, und was zu essen muss ich auch noch sammeln. Also Fischen ist heute, steht heute auch auf dem Plan. Leider noch immer. Und ich möchte mal ehrlich gesagt, wie viel Schleim oder Leim, Dings, Lamm, Schlamm gibt es denn hier bitte? Ich will da mal einen schönen Weg haben eigentlich. Ganz ehrlich. Mal so irgendwie so rüber da. So schön. Ohne dass ich mal irgendwo stecken bleibe. Dazu brauche ich jetzt ein bisschen Erde. Ich habe es nicht mitgenommen, ne? Nein, habe ich nicht, weil ich schlau bin. Achso, ich wollte es heute auch mal mit dem Shader probieren eigentlich. Also eine Aufnahmesession mit Shader. Ich habe natürlich Sorge, dass es wieder leckt wie Sau. Aber ich bin, glaube ich, wirklich nicht die Einzige. Was kriege ich denn da für Graffel? Ich bin, glaube ich, echt nicht die Einzige, die ja, das über sich ergehen lassen muss. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Das ist ganz normal. Ich kann nicht mehr sprechen. Wundert euch nicht. Jojo, Schaufel kaputt. Nix Schaufel mit. Schlau, 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 schlau. Ja. Nix Schaufel mit. Böse Zocki. Was macht die Alte da schon wieder? Ja, ja, das ist eine berechtigte Frage, auf die ich selber keine Antwort habe. Ich probiere einfach. Ich probiere zu spielen. So, Schaufel. Fischen, Schaufel, Kochen. Boah, viel zu tun. So, da, wenigstens das habe ich richtig hinbekommen. Die Steinschaufel nehme ich gerne mit. Stein, Stein, Stein. Passt. Die wichtigen habe ich da. Wir brauchen natürlich auch wieder Eisen. Das ist eh klar. Das war nur gerade mal, wie soll ich sagen, ein Häubchen. Was haben wir da? Matschball. Jawohl. Und du bist eigentlich Kies.
Wird aber auch schön ausschauen, oder? Zu zwei. Ich finde, das schaut nicht schlecht aus. So, mal wegbuddeln. Kann man mit Matsch eigentlich auch einen Garten betreiben? Ich meine, würde mich wundern, wenn das klappen würde. Lehmboden ist nicht so klasse eigentlich für solche Geschichten. RD. Ich habe die Blume um ausgerissen. Das merke ich auch erst jetzt. Bravo, Zocki. Fein hast du das gemacht. Ja, natürlich stecke ich hier fest. Geht das? Nein. Warte. Ja. So. So. Jetzt ist aber schon fast die Frage. Ich glaube, ich mache das hier ein Stück runter. Warte mal. So. Bauen, bauen, bauen. Ich weiß, Holz sammeln, ich wollte alles. Ich will einfach mal da ein möchte gern Weg. Sage ich jetzt mal. Aha. Okay. Ich möchte einfach nur mal einen möchte gern Weg zu unserer Angelstelle haben. Da geht es aber tiefer runter. Da wäre es schon bald schlau, hier eine Stufe zu bauen, wenn das klappt. Ja. Ich glaube, das klappt super. So, hier mit Kies. Geht das hier auch, das rundherum? Aha. 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 Das geht so auch, okay. Naja, das ist schlau, was ich hier mache. Ich hoffe. Jetzt habe ich eigentlich meine Schwammerlhöhle kaputt gemacht, ne? Naja. Vielleicht geht es ja doch irgendwie. So. So. Mal kurz so. Und jetzt habe ich dieses schöne Kies nicht mehr. Ist das schlimm? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass das schlimm ist. So. Hüp. Dann. Jetzt hat es zum Regen aufgehört. Ah, jetzt ist schön ruhig. Wie toll, wie schön. Juhu. So, da würde ich sagen, so mal. Und natürlich die kostbare Erde hier. Nehme ich wieder mit, wenn es geht. Mal ein bisschen was kaputt hauen. So. Ruck. Ja, ja, natürlich. Hü, hüpf. So, jetzt aber. Dann würde ich sagen, schön hingebaut. Sauber, Zocki. Alter, wie viel Matsch wir haben. Ich kann schon wieder unsere Matschrüstung bauen, ne? Das ist jetzt eh nochmal so provisorisch. Das ist einfach mal quasi ein Weg ist, wo man auch mal drauf hatschen kann. Latschen, hatschen, laufen. Jawohl. Ihr wisst Bescheid, ihr versteht's mich. Das heißt, ich müsste hier irgendwo mal so einen Hügel abtragen. Ich würde sagen, der hier würde sich anbieten. Der ist eh nicht sonderlich hübsch. Hm? So, boah, was wir da Grafel brauchen, ne? Wie hungrig bin ich schon? Ah, geht mal ein bisschen. Okay. Ich muss das jetzt auch immer mehr im Auge behalten. Selber schuld, wenn man den hungrigen Modus nimmt, ne? Hungry. Dann hat man halt Hümmelchen. Eigentlich müsste ich hier im Spiel schon so schlank sein wie ein Topmodel. Für lauter wenig Essen. Ah ja. Wusch, wusch. Aha, da haben wir einen toten Baum. Servus. Da, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Außer buddeln. So. Lass uns mal so, ha? Huh? Vielleicht. Ist das genug? Reicht, glaube ich, für den Moment, zumindest mal für eine Zeit. Es wird schon wieder dunkel, ne? Ist ja nicht zu fassen. Ich kann ihn nicht mal gescheit anbauen. Wobei, warte, ich werde oben das Beet... Ja, ja, war klar. Ich werde oben... Boah, überlebe ich das? Ich hoffe doch. Was wollte ich sagen? Das war falsch. Das Beet. Ich will das Beet und so. Ja. Umgestalten, dass wenigstens mal ein paar Setzlinge wachsen. Die können wir dann später eh noch immer ausreißen. Ja, ich bin so brutal. Aber hier in der Welt klappt das wenigstens. Im Real Life ist es halt dann kaputt. Wenn du nicht vorsichtig genug damit umgehst. Jo. So.
Wie gesagt, es schaut noch nach nichts aus. Es geht jetzt in erster Linie nur darum, dass man hier, dass ich hier mal gescheiter laufen kann, weil das ist ja schon ein Zustand. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Na, Schleimbatzen. So. So, das wird natürlich dann hoffentlich später, wenn die Zeit es erlauben tut, dann noch hübscher. Ich würde mich freuen. So, ich muss aufpassen. Ja, ja, Schaufel kaputt. Ich wollte gerade sagen, ich muss aufpassen, dass wohl nicht die ersten Viecherleins hier schon ihre Beute wittern. Ja, es ist schon recht spät. Dann werde ich mal zurückgehen, aus Sicherheitsgründen. So, tap, 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 tap. Natürlich werden wir dieses Kies, ich sage jetzt einfach mal Kies, dazu soll wahrscheinlich Erde sein, werde ich mal einfach so lassen. Der ganze Matsch und Schlamm und Dreck gehört eigentlich hierhin. Ja, so vielleicht momentan mal. Ja, dann wäre gut, eine Schaufel bauen. Haben wir hier irgendwo noch, ja, Pflastersteinchen, das ist schön. Aber keine Stäbe, Stäbe haben wir nicht mehr. Stabadl, Blumen, Dingens, nein. Dann würde ich sagen, so, aha, das ist schon fertig, okay. So, so, so und so. Schaufel, bitte 2 Stück, die können wir jetzt brauchen heute noch. Ja, danke. So, ungefähr. Dann, die Bären haben noch nichts für mich, ne? Dass ich wenigstens mal einen kleinen Snack oder so hätte. Na, ich werde jetzt trotzdem... Wow, die war jetzt fast abgehauen. Das geht nicht, du Schlingel. Ich werde jetzt einfach mal, damit wir vielleicht überleben. Weizen wäre halt auch cool gewesen. Wo ist sie denn? Nein, falsch hier. Ja, ich und mein Orientierungssinn, der ist wie immer, ja, nicht da. So, ich möchte einfach mal probieren. Ah, da braucht man jetzt Wasser, ne? Klappt das? Geht das? Ah, die macht die nur kaputt. Früher konnte man mit Rechtsklick, glaube ich, hier was machen, ne? Jetzt ist die Frage, ob das dann vielleicht doch nur unten geht. Ich probiere mal was. Darf ich runter, bitte? Danke. Ist nur ein Versuch. Wir brauchen nämlich dringend Sachen zum Essen. Klappt das so nicht mehr? War was verkehrt? Also früher konnte man... Ist das gar nicht mehr so gedacht? Eisenhake. Oder ist das einfach kein fruchtbarer Boden? Muss man auf das auch noch schauen? Ach du Heilige. Mau. Das wäre jetzt aber nicht so super. Ich probiere es mal mit einem Sämling. Da haben wir genug von Himbeere. So, machen wir mal so. Ja, klappt das denn etwa schon so? Nö. Old school, ne? Richtig old school. Ich mach was verkehrt. Interessant. Ja, warte mal. Okay, das klappt auch nicht. Hm. Dann braucht man hier... Warte, warte. Okay. Dann muss ich hier doch schon Wasser holen, glaube ich, ne? Das ist das Einzige, was mir sonst noch einfallen täte tut. Warte, ich mache hier mal das Laub weg. Ah, nein, ich hätte schneiden können. Ich hätte es anderswertig verwenden können. Hirn, wo bist du? Weg. Auf Urlaub. Ah, da steht ja ein Zettel. Auf Urlaub. Ja, schön. Warte, ich brauche Werkzeug. So. Die Schicht muss sowieso eigentlich weg. So. Ui, schau, was wir da haben. Einen Stamm. Aber den werde ich, glaube ich, nicht wegreißen. So. Einfach nur hier ein bisschen. So. Wusch, 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 wusch. So. Wenigstens das klappt noch. Pff. Ah, schön. Es tut mir so leid. Ich stelle mich gerade doof an. Ich weiß, es tut mir sehr, sehr leid. So. Okay. Wasser wollte ich holen. Eimer haben wir dabei. Das ist gut. Warte, den Eimer platziere ich gleich mal dahin.
Vielleicht erwische ich Wasser. Jetzt ist die Frage, gibt es hier Süßwasser und Salzwasser? Oder ist es egal? Kann man hier Wassereimer? Passt. Ich nehme einfach mal köstliches, schleimiges Sumpfwasser. Ich habe Hunger. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Habe ich schon mal gesagt, dass das schlecht ist? Ah, so, warte. Wenn ich jetzt mal angenommen, wo haben wir es denn da? Die Erde. Wenn ich jetzt die Erde, sagen wir mal, so bauen würde. Ich tue nur mal Würde bauen, ja? Mit Würde bauen. So. So. Und wenn ich hier jetzt. Das schaut so ungesund aus. Das Wasser. Jetzt wäre ich neugierig, ob das sich hier dunkel färbt. Dann müsste es ja stimmen. Schöne Schleimpfütze, echt. Oh nein, ein Creeper. Ein Creeper, nicht gut. So. Den zweiten Wasserdingens. Oh, hü-hüpf. Ich werde fix verrecken. Jetzt ist die Frage, ob das funktionieren tut. Es schaut so gesund aus. Und jetzt? Ja, jetzt klappt's. Ah. Tada. Jawohl, und jetzt wird es, jetzt färbt sich's auch schon. Das ist gut. Hoffentlich wird er jetzt keine. Warte. Hoffentlich werden jetzt keine kranken Pflanzen draus. Das wäre nicht so schön. Jetzt ist aber auch die Frage. So, na, die Frage, 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 Frage. Was bauen wir noch an? Ich würde sagen, Winterkürbis. Ah, der braucht aber viel Platz, glaube ich. Erdbeeren werden wir anpflanzen. Brombeeren und Traube und Gurke. Gemüse ist immer gut. Salat. Das ist zu viel schon, ne? Auf jeden Fall mal Salat. Hui. Dann machen wir quasi die Salatbar auf der Seite. Boah, Scheibe. Hilfe. So. Komm mal her, du Block. Ich muss den Weg da unten bauen, das ist besser. Komm mal schön her. So, danke. So. So, lala. Also, Salat. Dann, würde ich sagen, was haben wir da? Erdbeeren, also Obst kommt dahin. Dann haben wir die Brombeere und die Trauben. Brombeere und Trauben. Dann Gürkchen. So, die tun wir hier hin. Und dann ist das schon mal voll. Es wäre schön gewesen, da hinten das noch zu machen. Aber mal für die Not, glaube ich, geht's. Gut, wo haben wir jetzt das Holz? Das haben wir da. Holzi, Holzi, Holz. So, lala. Dann und. Nein. So nicht. Komm, wird kaputt. Bravo. So. Jawohl. Das geht ja schon ein bisschen. Ich habe nur keine Ahnung. Ah, steht dabei. Wachstum 0%. Stimmt, auf das hätte ich schauen können die ganze Zeit. Entschuldigung. Habe ich total vergessen. Wir brauchen Fisch. So, ich werde. Schaut furchtbar aus, ich weiß gerade. Ich weiß, es schaut furchtbar aus. So, die Werkzeuge packe ich wieder hier rein. Das ist mir einfach zu wichtig. Haben wir noch Erde? Irgendwo müsste noch ein bisschen Erde sein. Da. Zwei, drei. Schaut jetzt komisch aus. Tut mir jetzt auch noch leid dafür. Eins, zwei, drei. Aber. Alles an Essbarem ist gerade wichtig für uns. Ich weiß, es schaut komisch aus. Das wird dann später noch schöner. Ja. Ich glaube fest daran, dass das irgendwann nochmal was wird. So, die Blume tun wir auch rein. Alle Blümchen. Auch dieses Dings da. Der Schleim kommt wieder hier rüber. Schleim, Matsch halt. So, Pflastersteinchen packe ich wieder hier rein. Wir haben hier ein paar Schaufeln. So, auf jeden Fall muss ich fischen gehen. Ich bin schon überlegen, ob ich den hier mitnehme. Hä? Ob wir den Ofen schnell mitnehmen? Weil ich werde drüben was. Achso, ich kann rohen Fisch essen, ne? Das ging ja auch. Boah, hoffentlich verrecke ich nicht schon wieder. Das wäre nicht so schön. Und hoffentlich ist der Creeper weg. Den brauche ich auch nicht. So. Dann gehen wir mal.
Na, du kannst auch laufen normalerweise. Aber das ist wahrscheinlich schon zu hungrig, um laufen zu können. Creeper. War so klar hier. Spinne. Ich glaube, ich spinne. Alter, Creeper kommt. So, was zuerst? Creeper normalerweise. Aber der ist gerade beschäftigt. Spinnchen, wo bist du? Komm her. Mistviech. Jawohl. Und bitte, wenn es geht, einen Faden. Nein. Aha. Ich bin verhungert, ne? Ja, ich bin verhungert. War, wo bin ich denn hier? Um Gottes Willen. Ich bin verhungert. Na. Naja. Die Spinne haben wir erledigt. Das war wichtig. So, laufen, laufen. Scheiße. Wow. Ich muss echt lernen, rechtzeitig zu essen. Aber ich habe nichts mehr gehabt, ne? Kein Schwammerl, kein Fischi, gar nichts mehr. Alles weg. Ich werde auch in Zukunft, damit ihr Bescheid wisst, einfach mal so ein, zwei Stündchen damit verbringen, nur zu fischen. Wupp. So. Nur zu fischen, damit ich endlich mal genug Sachen habe, um zu überleben. Ich schäme mich ja eh schon. Alter, das hört sich gerade... Du Saukerl, du Dreckiger. Da. Koste mein Schwert. Ihr kleinen Bastard-Dinger, ihr Depperten. So, ist jetzt Ruhe? Alter Schwede, kann ich nicht sein. Unhöfliches Pack. So, jetzt haben wir den Grabstein geleert. Jetzt kann ich ihn auch wegschlagen. Das habe ich mittlerweile auch schon begriffen. Man möge es nicht glauben, aber Zocki hat hier und da ihre hellen Momente. Ja, aber nur hier und da, damit wir uns gut verstehen, ne, und richtig verstehen. Hü-hüpf, hü-hüpf, hü-hüpf. So, Schwert noch bereithalten, warte mal. Ein kleiner Creeper-Check. Ich glaube, wir haben Glück. So, na dann. Fröhliches Fischen. So, ja. Wie viel Zeit haben wir noch? 8 Minütchen? Jo. Jo, ich werde einfach, wenn diese Aufnahmesession hier vorbei ist, werde ich dann einfach mal so ein bisschen fischen tun. Einfach, ja, so mal ein, zwei Stunden im Laufe der Woche. Vielleicht sogar 3, 4 Stunden dann. Vielleicht auch ein bisschen Holz hauen, ich weiß noch nicht. Einfach ein paar Ressourcen machen, tun. Jawohl. Nur damit wir hier auch mal vom Bauen her weiterkommen, damit wir nicht verhungern müssen. Jo. Einfach so der Grundgedanke. So. Aber mit Fischen klappt es ja schon mal. Wenigstens irgendwas kriege ich hin. Bei der Gelegenheit könnte ich glatt ein Schlückchen von meinem Kaffee schlürfen, oder? Wenn ich da das Mikrofon mute, kriegt sie das gar nicht mit. Einen Shader wollte ich auch einschalten. Was ich nicht alles will und wollte. Wahnsinn. Na komm, Fischi, Fischi, Fisch. Ja, wo ist denn das Fischi? Hallo? Wir haben die Meere leer gefischt. Ja, so kann es auch passieren. Hallo? Ah, da kommt er. Blub. Tada, was haben wir schon Schönes? Roher Lachs? Boah, ich mag Lachs. Ich liebe Lachs. Aber wir essen ihn nicht jeden Tag oder einmal in der Woche. Nein, nein, das ist für uns, also für meinen Wolfi und mir, ist das wie ein Festschmaus, ne? Wir haben ja auch, und das ist das Gute und Tolle auch an Österreich, ne? Wir sind ja total auf Bio. Also die meisten von uns Österreichern, oder sagen wir mal die Hälfte von uns, steht auf Bio. Und bei uns gibt es ja eine Einkaufskette, die heißt Spar. Und die bietet, was ist denn das? Verdorrtes Fleisch, wir brauchten sowas. Ist es eigentlich noch aktuell, dass die Hunde sowas mögen? Ich weiß nur von Knochen, aber mögen Hundis auch rohes Fleisch, also verderbtes Fleisch? Das war zumindest mal bei Minecraft so. Also beim
Standard beim Klassik. Klassik, das hört sich gut an. Ah. Ja, und jedenfalls kann man eben dort bei diesem Sparmarkt, da gibt es eben drei verschiedene Varianten, also drei verschiedene Größen, den kleinen, also den Spar, den Eurospar und den Interspar. Und meinem Freund in der Nähe gibt es einen Interspar in der Stadt und da kann man sich eben diesen Biolachs bestellen. Und da kann man eben auch nachschauen, wo dieser Lachs herkommt. Das ist wirklich ein Naturgebiet für diese Lachse, wo sie natürlich aufwachsen, sich vermehren und auch zu gewissen Stückzahlen auch gefischt werden dürfen. Denn die Bären und so, die dort auch sind, die brauchen das ja auch, ne? Lachs wissen wir ja, Bär, Lachs, Winterschlaf, ja. Jo, und natürlich gibt es auch, ich glaube, es gibt auch sogar schon mittlerweile, da muss ich nochmal nachlesen, ich bin hungrig, was, hungry, hör auf, ist auch schon die Möglichkeit, dass es eben unter Anführungszeichen diese Zuchtbecken gibt, die eben natürlich, also wie die Natur eben ist, so gehandhabt wird, dass der Fisch ja einfach in seinem gewohnten Lebensumfeld wachsen und gedeihen kann. So. Weil die Nachfrage so groß ist, ne? Aber trotzdem, wir haben jetzt schon sicher 1, 2 Monate keinen Lachs mehr gegessen. Also wir sind da wirklich sparsam. Für uns ist das wie ein Festschmäuschen. Und dieses Trumpf von Fisch ist ja echt groß. Also wir beide, wenn wir so eine Hälfte kaufen, so ein Filet, gehen sich insgesamt für uns 3 Portionen aus. Also insgesamt 6 Portionen, da wir zu zweit sind, 3 Portionen. Und der ist halt echt, boah, der schmeckt so gut. Wahrscheinlich graust es jetzt den einen oder anderen. Ich mochte Lachs früher auch nicht. Aber inzwischen haben sich auch meine Geschmacksnerven erweitert und gebildet. Ich habe früher, ja, sage ich mal, einfache Küche war gut. Satt werden ist gut. Viel Suppe, Salat und das abwechslungsreich passt. Aber so Lachs und so in der Fischgegend. Wie soll ich sagen, das war früher nicht meins. Aber jetzt mittlerweile ist es gut. Ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt einen Kugelfisch probieren. Nichts gegen den Koch, aber das ist dann doch schon etwas, wie soll ich sagen, ja, etwas zu viel des Guten für mich. Warte, mit dem rohen Tintenfisch konnte man doch was machen, oder? Warte mal kurz. Roher Tintenfisch. Da konnte man was kochen, oder? Kalifornische Rolle. Was? Rolle, ja. Fischabendessen, das wäre was Gutes. Aber Zitrone haben wir nicht. Mehl und Mayonnaise. Soll ich Schluck auf auch noch, Entschuldigung. Brot kann ich noch nicht backen, Mayonnaise haben wir nicht, wir haben keine Kuh. Schneidebrett, Reis haben wir nicht. Mist. Algen hätten wir wahrscheinlich irgendwann mal. Geht noch. Ah, schau, was haben wir da? Ah, Fischfallenköder. Genau das war das. Und hier Fischstäbchen. Ist das niedlich? Oh, schau. Oh, doch. Aha, roher Fisch. Aus rohen Tintenfisch macht man rohen Fisch. Also er ist ein roher Fisch, oder wie? Ach so. Braten wahrscheinlich und dann passt das schon. Alles klar. Alles klärchen. Es wird schon wieder dunkel. Boah, ich schau gar nicht, ob ein Creeper in der Nähe ist. Okay, geht. Ich labere die ganze Zeit, Entschuldigung. Wir haben noch, wir sind noch nicht am Verhungern, das ist schön. Das heißt, der ein oder andere Fisch geht sich noch aus. Ich hätte auch gern Holz noch geschlagen. Da nochmal irgendwo einen Baum gekillt. Ja. So, und der letzte Fisch für heute. Und dann gehen wir mal braten. Ich dachte, da wäre ein Schleim. Uiuiui. Fischi, komm, Fischi. Ja, brav. Was ist denn das? Eine Schüssel. Lol, ich hätte mir keine bauen brauchen. Oh, jetzt ist es schon bald zu dunkel, ne? Holzhacken ist jetzt wahrscheinlich keine gute Idee mehr, oder? Ein Baumstamm, einen ganzen weghauen. Einfach hier mal so, der da. Warte. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Warte mal, so. Wenigstens mal nur so eine kleine. Hallo, ich stecke schon fest hier. So, einfach nur so. Ich habe vielleicht eine Idee. Wartet mal ganz kurz. Ich werde versuchen, mich in Sicherheit zu bringen. Einfach mal so Baumkronen so. Das ist ja hier
dicht, ne? Ich werde einfach probieren, hier mal so über die Nacht den Baum hier komplett zu fällen. Oh, ich hätte die Schere mitnehmen sollen, ich Idiot. Entschuldigung. Und ja, wenn es dann vielleicht wieder am Morgen ist oder frühmorgens, vielleicht kommen wir dann ja heil zu unserem Baumhaus zurück. Und dann können wir vielleicht, wenn es passt, schon weiterbauen. Stimmt das so? Ich hoffe. Es ist noch gar nicht so dunkel. Ah, ja, stimmt. Hätte ich fast vergessen. Wartet mal ganz kurz. So, ich probiere es wirklich. Zum einen, was hatte ich denn für einen drin? Ich glaube, den da, ne? So, zum einen. Und zum anderen, wo waren denn das? Hier war das die Helligkeit. Ich stelle sie mal auf 55, weil ihr armen Leute auf YouTube, ihr habt es immer nur schwarz, ne? Sobald es dunkel ist, ist es immer nur schwarz. Ich hoffe, das geht hier so. Wenn es immer noch zu dunkel ist, werde ich das natürlich in der nächsten Aufnahmesession berücksichtigen und selbstverständlich dann nochmal heller stellen. Tut mir wahnsinnig leid. Tagsüber kann ich sie eh wieder dunkler machen, bevor man Augenkrebs kriegt, flotter hell. Und darüber macht man keine Scherze, Zocki. Tut mir leid. Ja, blöde Redewendung. Gibt es überhaupt Augenkrebs? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es bisher nur in, wie soll ich sagen, ja, als blödes Gelaber kombinierend mitgekriegt. Ich habe keine Ahnung. Ja, so und da noch. Jawohl! Sauber! Schön alles mitnehmen. Da hinten ist so komisch rot. Achso, das ist mein Grabstein. Den habe ich nicht ausgeräumt, ne? Böse Zocki. Naja. Ich nehme mal halt, was mache ich denn da? Das Schwertelein wollte ich eigentlich zücken. Um Gottes Willen. Ich hab's gewusst. Ich hab's im linken Hüftknochen gespürt, dass da wieder so ein Arsch hinter mir sein muss. Alter, nimm die Beine in die Hand. Hui, hui, ah, hui. Schleim, ja. Schleim, bleib, wo du bist. Ich brauche jetzt keiner. Oh je. Oh Gott sei Dank, das hat ihn gehauen. Ich glaube, es geht. Ne? Es leckt gar nicht so schlimm. Und wenn, tut es mir sehr, sehr leid. Das ist halt keine böse Absicht. Und der Weg, der sich schon bezahlt macht. Wie schön. Ah! Alter. Dieses Skelett, ich habe es nur von der Seite gesehen. Und der Part ist zu Ende. Gewonnen! Sieger, Sieger, wir sind zu Hause ohne Sterben. Schön. Essen. Essen. Ich sterbe bald hier, wenn ich so weitermache. Holz. Schwarzeichenholz. Warte kurz. So. Das machen wir noch ganz fix. Schnell was zu essen kochen. So, also Schwarzbretter, Eichenholzbretter und schnell den ersten Fisch. Den verputze ich gleich schnell, damit wir überleben. Wie schaut man hier aus? 14% schon. Ja, super. 14, 14, 14. Den da hinten gefällt es, glaube ich, auch. Der hat auch schon 14 und ihr da ebenfalls 14. Ja, das ist schön. Der eine hat 0. Das ist nicht so toll. So, und gleich den nächsten reinhauen. So, und wir tun mal gemütlich Abendessen. So, der erste Hunger ist gestillt. Dann noch hier noch kurz mal schauen. Gibt es hier was? Ja! Eine Beere zum Nachtisch. Die gönnen wir uns noch. Zwei sogar. Voll super. Jam. Jam. Ach, wie schön. Perfekt, der erste Hunger ist gestillt. Das freut mich. Ihr Lieben, dann muss ich mich leider wieder von euch verabschieden. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich hoffe sehr, dass es nicht allzu dunkel ist, das Video und der Part. Bei mir schaut es gerade aus, als würde es die ganze Zeit dämmern. Und hier der Grabstein, den muss ich noch suchen, den muss ich wegmachen. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Huch, das war die falsche Taste. Ja, ich und meine Tasten. Jedenfalls, tschüssi.